Leute, hallihallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten weitergeführten Abenteuer. Ihr seht es im Hintergrund schon, wir kümmern uns heute wieder um unser Königreich Sachsen, aber ohne die Chefin von Sachsen. Die Chefin von Sachsen, die hat noch andere Sachen zu tun, aber deswegen übernehme ich das heute mal natürlich treuhänderisch, fürsorglich, so wie man das kennt. Und schauen wir mal, wie weit wir damit kommen und was wir schaffen. Und ihr seht hier selber schon, Leute, ihr wisst ja, wir haben die große Problematik. Wir sind schon so früh im, ja, ich sage mal, im Game relativ groß durch eigentlich zwei unterschiedliche Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben ja erstmal das Königreich Böhmen quasi eingenommen. Das Königreich war uns eigentlich relativ egal. Es ging uns da mehr um diesen Bereich hier unten. Können wir uns gerne mal anschauen hier, um dieses Böhmen. Das war alles ein mit einem Herzogtumskriegsgrund anzugreifen, weil es nämlich auch tatsächlich alles nur ein Herzogtum ist, ne? Das ist ein Herzogtumtitel, nämlich das Herzogtum von Böhmen. Und ja, das habe ich angegriffen und dann ist mir danach ja aufgefallen, oh Mist, jetzt gibt es ein Problem, Leute. Und das Problem ist nämlich, ich meine, unser Herrscher, dem geht's noch gut. In Ordnung, immerhin. Er ist 42, alles gut. Aber er hat zwei Söhne. So, einen und noch einen. Und das Problem bei den beiden ist, das würde sich alles aufteilen. Da würde nämlich hier der Königreichstitel Böhmen geschaffen werden und der eine erbt dann das hier, der andere erbt das und dann ist der Schlamassel da und wir haben natürlich unser Reich nicht behalten. Und deswegen versuche ich schon relativ verzweifelt, ihr seht es ja auch, Leute, wir sind relativ groß hier schon geworden. Das letzte Mal haben wir Schluss gemacht mit einem Krieg hier, den wir auch gewonnen haben, um das Herzogtum Schlesien. Und da werden wir versuchen, weiter voranzuschreiten. Polania, Kujawien, Masowien, das alles hier, ihr seht es hier, das ist ein riesiges Gebiet, Leute, was wir hier einnehmen müssen. Wir müssen hier bis tief in, das ist schon bald Russland, also das ist Wahnsinn, was wir für eine Offensive starten müssen. Aber Leute, das Problem ist eigentlich, dass unser Herrscher wollte das eigentlich gar nie so. Eigentlich wollte unser Herrscher das nie so. Er hat sich gedacht, okay, ich als ehrgeiziger Mann, gut, holen wir uns halt mal ein weiteres Herzogtum dazu und erst dann sind eigentlich die Probleme aufgetreten und jetzt hat er die Kacke am Schoß sozusagen. Das ist so ein bisschen sein Problem, ja. Das ist so ein bisschen sein Problem. Aber was soll man sagen? Ich meine, er hat begriffen, dass nur so sein Reich zusammengehalten werden kann. Nur so wird er es irgendwann mal schaffen, hier weiterhin das sozusagen den jeweiligen Kindern erfolgreich zu übergeben, dass das nicht alles auseinanderfällt. Aber nun ja. Abgesehen davon geht es uns, glaube ich, sehr gut. Wir haben mittlerweile schon durch unsere unglaublich fruchtbare Frau, hier, Leute, ihr seht es hier, Karnickelfruchtbarkeit, Rammler, wisst ihr Bescheid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gut, hätten wir auch lesen können, 6 Kinder. Das ist wirklich Wahnsinn, das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Und ja, wir können auch gerne mal schauen, wie es den Kindern geht. Also der eine hier, das ist unser Haupterbe, der Oberhäuptling Zacharia mittlerweile, ein mächtiger Vasall von uns, dem wir hier auch oben unser großes Herzogtum Lusatia gegeben haben, ja, der hat die Eigenschaft wunderschön gekriegt von uns, auch von unserer Frau selbstverständlich, wir selber haben keine Eigenschaften, aber unsere Frau ist wunderschön, eine wunderschöne Frau, er hat das selber mit hingekriegt und steht da mit wallendem Haar, Leute, und wenn ihr euch das mal anschaut hier, alleine nur der Bart, da wisst ihr schon, ja, wunderschön, eindeutig, kann nur so sein. Kann nur so sein. Ja. Dann haben wir noch einen anderen Sohn, Häuptling Magnus. Auch wunderschön von unserer Ehefrau gekriegt. Mittlerweile ein annehmbarer Unterhändler geworden. 18, der ist sogar sehr, sehr gut. Ratskanzler von uns. Und auch mit Frau schon wunderbar. Dann haben wir die Mathilda, die ist verlobt mit dem Piotr Sorbi, wer auch immer das sein mag. Die wird auch viele, viele Kinder zur Welt bringen. Da bin ich mir sehr sicher. Die ist nämlich auch schon karnickelfruchtbar, Leute. Dann haben wir die Jakra 15. Auch verlobt
Mit einem Höfling von uns. Hervre. Nee, Höfling von Graf Milon. Haus Boulogne. Sehr schön. Dann haben wir die Katharina, die ist auch schon verlobt. Ins Haus Wessex hinein. Und dann haben wir unsere neueste Tochter, die Yolanta. Die ist tatsächlich noch nicht verlobt und die können wir uns tatsächlich noch kümmern. Können wir jetzt natürlich auch gleich im Jahr von... Im Alter von 2 uns auch gleich eigentlich mal anschauen, Leute. Die Frage ist, wer würde da was machen, ne? Ihr wisst ja, ich habe mir hier auch so ein bisschen vorgenommen, ein bisschen mehr auf diese vererbbaren Eigenschaften einzugehen, weil ich wohl mitgekriegt habe, dass das sehr interessant ist, wenn man sich das mit in das eigene Haus hineinholt. Ich meine, die werden wir nie spielen, die wird auch nie Erben sein oder so viele Kinder, wie wir haben, aber nichtsdestotrotz, warum denn nicht, kann man ja mal schauen. Ansonsten komme ich gleich zur Bündnissituation, aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass wir uns mal hier die erblichen Eigenschaften anschauen. Da wollen wir einfach mal nach Bündnismacht sortieren. Da haben wir schon den Ethelwald Efritzen. Aha, das ist ja spannend. Königreich von England. Haben wir mit denen nicht schon ein Bündnis? Prinz Lothair von Lothringen, das wäre natürlich auch schön. Der ist eine Wohlgestalt. Da würde ich gerne mal schauen, also den Prinz Lothair oder Königreich Lothringen oder Königreich von England. Aber ich glaube, da haben wir doch schon ein Bündnis, da müssten wir mal schauen. Verbündet mit König Alfred Æthelsson von England, genau. Und Lothair der Fehler von Lothringen, da haben wir auch ein Bündnis. Also das sind beide sogar schon unsere Bündnispartner. Das ist ja spannend. Dann haben wir hier noch einen anderen, Königreich Asturien. Da können wir auch noch ein Bündnis machen. Und zwar mit dem Haus Cantabria. Spannend. Können wir ja gerne mal schauen. Matrilinear werden sie knapp nicht annehmen. Das ist sehr schade tatsächlich. Warum das nicht? Ihr habt schon zu viele Bündnisse. Ah ja. Das ist ja wirklich sehr ärgerlich. Ich meine, wir können ja natürlich weiter einheiraten, ne? In diese Länder dort. Ne, das sollte gehen. Nicht weiter schlimm, ja? Das ist immer eine schwierige Entscheidung hier, aber ihr seht selber schon, also es ist auch relativ spannend. Hier die anderen, die haben alle schon fast gar keine vererblichen Eigenschaften mehr. Doch da unten noch den 45-Jährigen, der natürlich nicht in Frage kommt, das ist klar. Aber ansonsten, ich meine, wieso denn nicht? Mit Ethel, mit dem Kleinen hier, der ist schlau. Können wir mal schauen, ob da matrilinear gehen würde. Das würde sogar funktionieren. Die kommen dann in unser Haus. Also ich meine, das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Beziehungsweise eine sehr, sehr gute Partie. Und der Prinz Lothair hier. Können wir auch machen. Der wird matrilinear nicht annehmen. Weil der Erbe ist oder weswegen nicht. Naja. Spannend auf jeden Fall. Na gut, dann bleibt ja eigentlich nur noch der kleine Vierjährige. Der Zwei- und die Vierjährige ins Haus Wessex. Aber ich würde sagen, wieso denn nicht? Das Haus Wessex, das ist doch bekannt. Mir sogar bekannt. Also warum denn eigentlich nicht da das Bündnis nochmal tiefer sozusagen verbinden lassen? König Alfonso ohne Krone. Spannend. Ja, das finde ich immer schön. Das finde ich immer spannend hier zu sehen, was für unterschiedliche Charaktere es dann hier im Spiel gibt. Ja, das ist schon cool. Aber gut, machen wir hier matrilinear plus 3, 4500. Da wird unser Bündnis weiter nochmal gestärkt. Warum denn eigentlich nicht? Kommen wir weiter hinzu. Was haben wir jetzt alles für Bündnisse? Also ihr seht es hier selber. Wir sind verbündet mit dem König Ethelred Æthelsson von England. Mächtiges Bündnis. 4500 Mann. Gutes Bündnis. Häuptling Bretislav von Jutribok. Das ist ...
Unser Sohn? Nee, das ist nicht unser Sohn. Das ist einfach jemand von uns. Aus Sorby. Okay. Wieso sind wir mit dem verbündet? Hat sich wahrscheinlich so ergeben. Dann sind wir verbündet mit dem König Lothair, mit dem Fähler. Mhm. Prinzessin Bertha, über Prinzessin Bertha, unsere 28-Jährige. Oberhäuptling, das ist unser Sohn, mit dem sind wir selbstverständlich auch verbündet. Und dann haben wir einen Waffenstillstand mit Radomir von Schlesien. Aha, da oben. Nun gut. Das soll uns jetzt nicht weiter stören. Stören soll uns jetzt eigentlich nur, dass ihr seht es hier selber, wir sind weit, weit über der Domänenschwelle. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal wieder ein paar Domänen abgeben und sollten uns dann auch mal weiter darum kümmern, wie es denn hier aussieht bei uns im Reich, Leute. Wie sieht es denn hier aus bei uns im Reich? Also, ich kann mich daran erinnern, der Krieg war auf jeden Fall vorbei, sehe ich jetzt hier auch. Eigentlich ist das ein guter Mann, der ist höchst intelligent, gut gebildet, mit dem könnte man was anfangen, Leute, aber wir haben uns ja gerade erst einen Henker besorgt. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Da gab es einen Bauernaufstand und da haben wir einen von denen zum Henker gemacht. Das ging eigentlich ganz gut, ne? Tja, die Frage ist, mit wem wollen wir den verloben? Ich meine, der ist gesundheitlich angeschlagen, weil er bei uns im Kerker sitzt. Na gut. Ah, ich glaube, Lösegeld wird er uns nicht bringen. Da werden wir hier das gleich mal versuchen mit der öffentlichen Hinrichtung, Leute. Wir erhalten dadurch 9 Kontrollen an allen unseren Grafschaften. Volksmeinung interessanterweise plus 15. Das ist spannend, wenn wir das mal tun. Damit ist er weg. Damit ist unser Knast leer, sozusagen. Ja, spannend. Wie geht's denn ansonsten eigentlich unserem Rat? Dem geht's gut. Mensch, die lieben uns ja alle. Stimmt, wir waren ja ein sehr, sehr guter Diplomat an der Stelle, ne? Hm. Schön. Dann müssen wir uns auch darum kümmern, dass wir hier einige von den Grafschaften mal abgeben. Hier unten, das werden wir behalten, Leute. Das wird unser Kern Besitz bleiben und hier oben werden wir jetzt ein bisschen was abgeben. Tja, die Frage ist, wie machen wir das? Also, und wem geben wir da was? Also den Champion, unseren Champions von uns. Anno von York, Jungbunzlau, dem können wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr geben. Zumindest einen Titel nochmal extra vergeben. Ich glaube, das ist voll und ganz in Ordnung. Wie wäre es denn hier mit Schrumko? Da hat er 2. Das ist in Ordnung. Was? Neuer Erzbischof? Erich? Wieso Erich? Wieso haben wir einen neuen Erzbischof? Wieso haben wir jetzt einen neuen Erzbischof gekriegt? Ach, der billigt uns. Aha. Okay. Wenn wir jetzt das abgegeben haben wahrscheinlich. Ah ja. Gut, okay. Und dann müssten wir hier auch weiterschauen. Wem können wir denn sonst nochmal was abgeben? Also wir suchen hier natürlich irgendwelche Leute eigentlich von unseren Champions. Wie wär's denn mit dem? Oh, der ist ein robuster, ein guter Kämpfer. Ja, warum denn nicht? Sehr gerne. Titel vergeben. Geben wir dem 2 Grafschaften hier? Die beiden vielleicht? Mag er uns auch. Wunderbar. Sehr schön. Ist unser Vasall geworden. Ja, dass wir die abgeben, ich glaube, soweit ist das noch nicht. Aber wir können ja jetzt auf jeden Fall erstmal Tibalt, Champion von uns, der hat auch noch gar nichts. Nikita, oh, der mag uns gar nicht. Was ist denn mit dem eigentlich los? Mhm.
Dem würden wir mal eine Grafschaft geben. Hier so eine kleine vielleicht. Zack. Dann werden alle unsere Champions nämlich auch mal ein paar Grafen. Dann können sie sich selber noch mal so ein bisschen verbessern. Ich weiß immer nicht genau, wie ich da hinkomme. Ich glaube, hier darüber. Ich meine, das sind ja auch... Ohne die Leute würde das ja auch gar nicht gehen. Muss man ja auch mal so sagen. Diese ganze Expansion wäre ohne unsere guten Champions gar nicht so möglich. So. Muss man ja auch einfach mal so gestehen. Aber dann haben wir doch hier eigentlich noch, haben wir nicht unseren Söhnen? Können wir denen nämlich auch noch irgendwie was geben? Da müssten wir mal gucken, wo die eigentlich sitzen. Oberhäuptling Lusatia, genau, den können wir, so, der hat aber schon, ne, dem könnten wir noch eins geben, und zwar hier links, die Baronie. Würde ich einfach mal machen. Ne? Genau, warum denn nicht? Und unser anderer Sohn, Häuptling Magnus von Saatz, der hat welche Grafschaften? Der hat zwei hier unten gekriegt. Okay. Schade, nun haben wir die beiden schon vergeben, aber hier unten können wir auch noch weitermachen. Das ist, glaube ich, das ist ja auch noch in unserer Domäne. Sviedzbuschin, das müssten wir noch abgeben, okay. Hm, mal schauen, vielleicht finden wir da noch jemanden aus dem Rat. Auch wieder hier ein Champion, Häuptling, Oberhäuptling, Häuptling. Der Petrach. Auch ein 22er Kämpfer. Würde ich auch sagen. Wo habe ich jetzt, richtig gegeben? Titel vergeben, genau. Vergeben. Sehr schön. So, damit sind hier alle unsere Vasallen. Bleiben natürlich selbstverständlich weiter dabei. Und wir können mal schauen, ob wir unseren Rat vielleicht noch besser besetzen. Ja, wir haben hier einen Hofnarr. Der ist tatsächlich der beste Diplomat, den wir haben. Das ist ganz komisch, wie ist der eigentlich Hofnarr geworden bei uns? Tja, weiß ich jetzt auch nicht genau, Leute. Müssen wir vielleicht auch nicht drüber nachdenken. Häuptling Mietschko. Könnte ein sehr guter Verwalter zu sein. Auch der beste, den wir haben. Oberhäuptling Anno, 21er. Ah, auch ein sehr guter, auch einer der besten, den wir haben. Wahnsinn. Unsere Ratsspitzeline ist Mathilda von Schönbrunn, unsere Tochter. Das ist ja spannend, der vertrauen wir natürlich sehr. Und die ist auch eine der besten, die wir haben. Ja, wunderbar. Leute, das ist ja eigentlich top. Da würde ich sagen, dann lassen wir das einfach so. Dann freuen wir uns darauf. Hier wird die Gemeinde bekehrt. Auch nicht schlecht. Was haben wir sonst so für Aufgaben gerade? Macht Armee organisieren. Befehlshaber ausbilden. Ja, Armee können wir auf jeden Fall organisieren. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Er macht da unten erst nochmal mehr Kontrolle. Und wir müssen uns natürlich jetzt immer... Ja, wir müssen natürlich jetzt immer schauen, dass wir hier weiter vorankommen, ne? Vielleicht wollen wir hier mal ein paar Geheimnisse aufspüren. Hilft uns das was? Stimmt, wir sind ja ein Diplomat und damit... Und damit haben wir ja... Ich dachte, der wäre ein Verwalter. Ach nee, der ist aber ein Diplomat. Stimmt ja. Naja. Das ist Quatsch, da brauchen wir nicht. Da brauchen wir nicht weiter zu schauen. Gut, dann haben wir aber auf jeden Fall hier mächtige Gemeinden auch noch an der Stelle. Wir müssen schauen, dass wir da irgendwie hinkommen. Ja, Eifer, Katholizismus ist böse, Angriffskrieg. Mhm. Da ihr Tschechisch-Slowenisch sprecht, das wird ist wenigstens schon weniger, aber wir müssen auf jeden Fall natürlich schauen, dass wir hier so Kontrolle noch hochkriegen. Seneschall. Unser Seneschall scheint nicht sonderlich gut zu sein, tatsächlich. Das ist komisch. Wer ist denn das? Henrike. Kontrolle Zuwachs 0,2. Okay. Spannend.
Wir machen aber nur 0,1. Die macht nur 0,1 im Monat, ne? Eignung schrecklich. Ist sie eigentlich Sehneschallend von uns geworden, wenn die Eignung schrecklich hat? Komisch. Ja. Das kostet uns 200 Prestige. Das ist relativ viel. Aber ich glaube, ein Sehneschall, das ist sehr, sehr wichtig. Da sollten wir uns auf jeden Fall mal... Sollten wir auf jeden Fall behalten. Wir haben keinen Hofarzt. Wie ist denn das möglich? Aber wir haben eine Ärztin. Die Eusebia. Nur wenn die Ärztin ist. Ich meine, warum denn nicht? Komisch. Manchmal ist es komisch, Leute. Ich weiß gar nicht, wie die davon weggekommen ist, aber... Gut, die anderen Ämter, ihr wisst selber, hier in so ein Hofgenie und so, das ist so eine Sache... wie auch immer man an den Genie rankommt, aber... Naja. Leibwächter, ich glaube, sowas brauchen wir nicht. Musikanten. Das ist durchschnittlich geeignet. Ich meine, sowas können wir in Friedenszeiten dann mal, ne? In Friedenszeiten durchaus mal forcieren, aber ich glaube, jetzt ist das alles eher noch Quatsch. Das brauchen wir nicht unbedingt. Jetzt ist eher unser Kriegsvolk entscheidend. Hier ist eine Entscheidung verfügbar. Eine... Was sagt sie? Geisterhafte Feder. Mein Poet zitiert. So wie sie es immer tut, sobald ich in Reichweite bin. Verschiedene Phrasen. Oh Goldstück, es muss hart sein, wenn die Musen einen verlassen haben. Wie befehle ich der Armeen, doch herrscht ihr nicht. Das geschriebene Wort, hat die Menschheit je etwas Tragischeres erlebt? Was? Wir beherrschen nicht das geschriebene Wort? Aber die verarschen uns. Das kann ich mir gar nicht... Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir das nicht... Dass wir gar nicht... dass wir das gar nicht beherrschen, Leute. Erlaubt mir euch zu helfen. Ich könnte einige eurer Reden für euch schreiben. Verratet mir den geplanten Inhalt und ich drücke ihn mit den schönsten Formulieren aus. Leute, das ist irgendwie... Wir sollen nicht reden können. Wir sind ein meisterhafter Diplomat. Das kann ich mir gar nicht... Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber anscheinend ist das so. Anscheinend ist das so. Die hält schwaches Druckmittel gegen uns. Nicht, dass sie dann mal irgendwie in den Rat will oder so. Das ist 15. Was ist das für eine Frau? Sonst ist die uns eigentlich durchaus. Schreibt die da ein Gedicht von mir an meine Liebschaft? Auch nicht schlecht. Ehrlicher Redner. Also das Druckmittel, das ist, das könnte was, aber ich würde sagen, wir geben das mal. Nein. Können wir da jetzt eigentlich was machen dagegen? Gegen dieses Druckmittel? Dass das wieder weggeht? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir können Hof halten. Ich glaube, das sollten wir tatsächlich mal machen, Leute. Schon lange nicht mehr passiert, dass wir hier unseren Hof gehalten haben durch den Krieg. Ich glaube, das werden wir mal tun. Da sitzt er da. Ist das nicht schön, Leute? Ja. Mensch, wunderbar. Ja, top. Wunderbar.
Auf meinem Thron sitzen, gebe ich ein Zeichen. Nun kommt hinein. Gütiger König Karl, ich bin Gniewutsch, großes Unrecht zu berichten. Mein Onkel Oberhäuptling Gradum ist jetzt auf den Thron von Schlesien, doch in Wahrheit stehen diese Ländereien rechtmäßig mir zu. Oh. Es ist ein schöner... Ach, den Waffenstillstand gebrochen. Na, das werden wir natürlich nicht machen. Was ist denn das für eine Frau? Warum sollen wir denn eigentlich für euch den Anspruch durchsetzen? Was... Zieht an euren Hof. Ich meine, das ist eigentlich immer gut, aber... Aber den Anspruch durchsetzen jetzt schon? Nein. Das können wir nicht machen. Wunderbar. Aber für die können wir gleich mal einen Ehepartner suchen. Dann ist er erstmal beruhigt. Was haben wir hier? Ah, der Lubomir. Mhm. Es besteht kein Zweifel, ein großer Held ist, doch besteht mein Ruf darauf, dass ich einen Gemein nicht über seinen Stand hinaus erhebe. Lubomir Lubitsch, ein 23er Kämpfer. Ja, selbstverständlich, den holen wir aber bei uns in den Hof. Schließt sich eurem Hof an. Jeder Ritter verliert 15 Meinung von uns. Nun. Häuptlingstum von Tyndalus. Was? Nein. Träger König Karl Alexander, das ist unser Sohn, das wird sicherlich auch nicht passieren. Ihr seid ein unverschämter Bauer, nichts weiter. Ja, das ist schwer, Leute. Aber das Gute ist, wenn wir den einkerkern, können wir den ja danach trotzdem uns gehörig machen. Ich glaube aber, das Erste ist das Beste, was wir machen können, Leute. Da müssen wir halt 50 Gold in die Hand nehmen. Ich weiß, das ist teuer und die verlieren auch alle Meinung von uns, aber der ist wirklich ein guter Mann. Treuer Diener. Ganz genau. Ja, okay, in Ordnung. Ist natürlich ärgerlich jetzt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir in den nächsten Krieg gehen, weil, Leute, ohne das hier, ne? Seht ihr selber. Vor mir steht Häuptling Luis von Havelberg mit gesenktem Kopf. Mein Fürst! Schwer getroffen. Ach Gott. Ach, Tomila ist Seneschall von uns. Haben die nicht gerade eben erst zu Seneschallin gemacht? Ja, Steuererleichterung, das passt aber auch nicht zu uns, Leute. Wir brauchen das Geld eigentlich schon, ne? Häuptlingstum von Havelberg. Tja, aber unsere Seneschallin. Naja. Liebe Bartomila. Ja, das ist halt ein Champion und sie, ne? Diese Gärtnerin. Oh.
Das ist ja spannend. Man nicht sich nicht eine Hofgärtnerin, aber die will ich eigentlich schon bei uns haben, Leute. Also eigentlich will ich die schon bei uns haben, aber ich werde das werde ich nicht machen. Ja. Dann kriegt er hier eine leichte Steuererleichterung oder ach komm, kriegt er hier 15 Gold. Komm, wir geben ihm 15 Gold und dann ist gut. Dann sind wir jetzt bei minus 36. Ich weiß, das ist teuer, aber manchmal sind Regierungsgeschäfte nun mal teuer. Okay. Schauen wir weiter. Ausgezeichnet. Sehr schön. Damit ist unser Bündnis dahingehend auch nochmal weiter gestärkt. Hofereignis verfügbar. Schon wieder. Häuptling Lefranco tobt vor Wut. Naja, mein Lieber. Ich meine, weil du weder kämpfen kannst und sonst nichts. Ihr ernennt Lefranco zu eurem Mundschenk? Nee. Nee, 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 Leute. Immer diese Erpressungen. Nee, 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 nee. Das werden wir sicherlich nicht machen. Aber wir können uns gerne nochmal unseren Königshof anschauen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ist ja eigentlich gar kein nichts für Hofpracht. Doch, die Hofpracht, die sieht ja einigermaßen in Ordnung aus. Hofartefakte. Podest, kein Artefakt verfügbar. Oh ja, mehr haben wir nicht. Schade. Wie es ist, so ist es. Muss mal gucken. Na gut. Wir lassen mal erstmal ein bisschen laufen. Was haben wir hier unten eigentlich? Wir haben ein Komplott, Beeinflussung, Graf Gurotan. Sehr spannend. So oder so übrigens erst nochmal herzlich willkommen an Johnny, an Leo, an Puppe, an dich, Grimm, Dennis, an dich, mein König. Herzlich willkommen an euch. Ich habe vorhin schon gar nicht gesagt, jetzt spielen wir schon so lange. Mensch. Ist gestorben, Beeinflussung von ihm ist nicht mehr möglich. Dazu hat sich ja gelohnt, Leute. Neuer Erzbischof. Schon wieder neuer? Den haben wir doch gerade gehabt. Tja, mit wem reden wir denn dann? Gibt es denn hier sonst irgendjemanden, der wirklich sehr böse ist bei uns im Reich, Leute? Eigentlich. Ist da jemanden? Den Kliment von Wolkenstein. Den haben wir doch aber ein Druckmittel. Ja, mit denen, über den sollten wir auf jeden Fall nochmal reden. Ja. Aber die wirklich Mächtigen, die lieben uns ja allesamt, ne? Vasall, Befehlshaber von uns, Häuptling Mieczko von Dessau. Mit dem lieben Kliment, da können wir vielleicht. Ach nee, das ist ein Kind, das wird eh nicht funktionieren. Radoslav. Aber eigentlich, die mögen uns alle, Leute. Eigentlich mögen die uns alle. Wenn ich bei uns in den Rat schaue, die mögen uns eigentlich alle. 100, 100, 100, 87. Da könnte es tatsächlich noch mal ein bisschen besser werden. Aber da machen wir noch mal einen Komplott, Leute. Aber sonst sieht das hier super aus. Könnt den Titel Oberhäuptlingstum von Schlesien übernehmen. Aber natürlich nicht genug Gold, das ist klar. Könnt von unserem Glaubensoberhaupt Gold erbitten. Ich finde, das könnten wir durchaus mal tun. Druckmittel haben wir nicht gegen unseren Papst Viktor, aber das Gold könnten wir durchaus mal nehmen. Und damit sind wir nicht mehr verschuldet, immerhin. Wo steht da oben eigentlich 6? 6 ungelesene Nachrichten. Ah ja, wenig Kontrolle in Gemeinden. Okay. Danke. Danke.
Herzogtum Ruppin. Bürgermeisterin Hanna rechtmäßig einkerkern. Warum sollte ich das tun eigentlich? Weiß ich nicht, Leute. Mächtiger Vasall erwartet Ratsposten. Ja, das ist unser Sohn. Das ist mir klar, dass der einen Ratsposten erwartet. Aber mein Lieber, wozu soll ich dich denn machen? Also, was ist denn deine Stärke? Du bist ein zäher Soldat, aber da ist deine... Leider, der ist sehr brei. Also, der ist als solches jetzt nicht unbedingt, ne, jetzt kein schwacher Charakter. Bis auf den Bildungswert, der ist wirklich schwach. Aber alles andere ist ja eigentlich ganz gut hier. So die Hauptstats. Das Problem ist nur, damit kann ich dich nicht einsetzen. Wenn du keine Stärke hast, wie soll ich dich da einsetzen? Das ist dann natürlich sehr schwer. Holzer, grüß dich. Ich bin der Phil, schön dich kennenzulernen. Dankeschön für dein Follow. Du bist der erste Follower heute. Herzlich willkommen und der erste neue Follower heute. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir warten kurz und machen dann weiter. Und zwar mit unserem Krieg, Leute. Wir haben jetzt 750. Achso, wir wollten uns nochmal ganz kurz um unsere neuen Höflinge schauen. Was ist das hier? Rechte Gast von uns. Freisprecherin. Oh, interessante Frau. Können wir leider nicht... Der können wir leider nichts machen. Aber prinzipiell, Frauen sind immer gut. Ich würde sagen, die holen wir mal in den Hof. Und dann schauen wir mal, dass wir hier Heiratsstatus unverheiratet, genau, dass wir hier nochmal ein paar Frauen finden. Unser Hofhänger, na gut, der ist ein Verbrecher. Der Waldo. Für den eine Ehepartnerin finden, wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Pavel. Höfling von uns. Gierschlund. Sie den nicht einfach selber eine Heirat erlauben? Nicht selber irgendjemanden suchen? Nee. Ah, der ist Champion. Ja, für den Champion, da suchen wir uns auf jeden Fall jemanden. Wie ist der mit 9 Champion geworden? Wie ist denn das möglich? Meine Güte. Ehepartnerin finden. Tja. Also würde ich sagen, nehmen wir einfach irgendeine Frau. Die Dusiana, 21er Verwaltungswert. Wie ist das eigentlich möglich? Die bei uns? Findet sich in Raab. Die kommt zu uns, würde ich sagen. Abschicken. Lubomir ist ein Champion von uns. Suchen wir auch mal eine nette Frau. Ja. Prestigezuwachs. Kriegsführung, Bildung. Pah, Leute, was? Mama, Relevanz 26, die sieht doch nett aus hier. Ja, wieso denn nicht? Abschicken. Die Branislava, die... Ist doch schon verlobt. Die ist zumindest verlobt. Rechtle, Höfling von uns. Ah ja, das ist eine gute Kämpferin. Na, der würde ich sagen, der besorgen wir uns auch. Da besorgen wir ihr auch mal einen guten Kämpfer. Schauen wir mal nochmal. Lassen wir mal immer einen Tick laufen. Und dann schauen wir mal immer nochmal. Kampfgeschick. Champion von uns. Die ist 42. Ja, der Gerold. Ratsmarschall von Graf Bernard. Ja, wieso denn nicht den Gerold? Er ist sogar noch ein bisschen jünger. Der Vladislav, dann nehmen wir doch den.
Genau, Matrilinear, die kommt nämlich zu uns. Möchten wir nicht, dass die weggeht. Haben wir noch eine Höfling? Das war die jetzt gerade, ne? Nee. Die jetzt? Wen haben wir jetzt hier gerade? Brechtle. Genau, dann haben wir jetzt hier noch Katharina, die ist auch Höflingin von uns. Machen wir da das gleiche, oder? Auch wieder einen guten Champion zu uns an den Hof holen. Der ist schon Champion. Die ist 28. Etzo ist 41. Mhm. 24. Da haben wir noch einen. Den Lukan. Der ist ein 13er. Naja. Gut, ich meine, in jungen Jahren, da ist es manchmal schwierig, ne? Ich meine, der kann sich aber noch entwickeln, also warum nicht? Alles andere, glaube ich, ist Quatsch. Ja, wir können ja mal schauen, vielleicht gibt es ja noch wirklich einen, der noch ein bisschen älter ist. Wir haben hier einen 55-Jährigen. 39 ist halt schon, ne? Die ist 28, 39 ist halt schon... Weil er scheint bestimmt ein guter Kämpfer zu sein hier, ne? 21er, ja. Das werden wir mal machen. Und damit haben wir uns nämlich noch ein paar schöne Leute geholt. Der ist ein 8er Kämpfer, das brauchen wir nicht. Alles andere, das ist doch Quatsch. Ein kompetenter Integrant, da haben wir unsere Tochter, die macht das ganz gut, ja. Da kommen dann hier die ganzen Leute, genau. Super. Okay, schön. Gefangene haben wir keine. Wir mögen uns eigentlich alle, bis auf den Hof nahe. Gut, der Waldo, der mag uns natürlich nicht. Aber Waldo könnten wir eigentlich auch noch eine Frau besorgen, oder? Naja. Kommt Zeit, kommt Rat erstmal, glaube ich, ist das nicht unsere Priorität. Polabisch-slowanskanische Populisten, die mögen uns natürlich nicht, ne? Naja. Naja, gut. Ist mir schon klar, dass sie uns nicht mögen. Aber okay. Gut, dann würde ich auch sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, Leute. Wir machen weiter. Und zwar mit... Ja, machen wir... 2,8 Illuster. Wir könnten hier natürlich nochmal schauen, ob wir, kommen wir denn noch irgendwo unser Kriegsvolk noch ein bisschen ausheben, noch ein bisschen weiter. Vielleicht die Pikiniere. Jetzt haben wir leichtes Fußvolk, haben wir nicht schweres Fußvolk. Die Conny wären natürlich echt top. Unterhalt bei Nichtaushebung 09. 222, Wahnsinn, ne? Aber das sollten wir machen. Conny sind wirklich sehr, sehr gut. Sehr gute Einheiten. Dann hier auch schon gerne mal unseren Dings verlegen. Und dann ist die Frage, Leute, wo geht's weiter? Polania, würde ich sagen, ist durchaus Religionskrieg ums Königreich. Das können wir nicht machen. Geht nicht. Schade eigentlich. Großer Teil, der da rankommen würde, aber dann ein Herzogtum. Jetzt ist die Frage, Kujawien, Polania. Ah, würde sagen, gehen wir doch erstmal Richtung Polania, ne? Können wir machen. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch live begrüßen könnte. Danke.